Hi, euch interessiert, wann unser Campertreffen stattfindet? Oder euch interessiert, wie war es auf der Caravan Live in Freiburg auf der Messe? Oder warum sich hier einiges verändert hat? Dann bleibt einfach dran und nach dem Intro geht's los. Hi, herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dinkelsbühl. Ich bin der Michael und wir haben einige Neuigkeiten für euch. Wir haben hier unseren Laden ein bisschen umgebaut. Ihr wollt wissen, warum? Ganz einfach. Wir haben hinter dieser Wand nochmal einen Wohnmobilstellplatz kreiert, sprich einen Werkstattplatz, damit wir einfach ein bisschen schneller in unserer Umsetzung sind. Und drum haben wir den Tournee jetzt nach außen verfrachtet. Da entsteht vor der Tür noch einmal ein Carport, wo wir dann immer drei nagelneue Tournees präsentieren können und auch zeigen können. Da sind wir auch echt glücklich drüber, über diesen Platz, weil das macht richtig Laune da draußen. Und hier haben wir dann den Vorteil, jetzt im Winter, dass wir einen Stellplatz mehr haben. Das heißt, wir können parallel immer an drei, vier Autos arbeiten. Und das ist eine echte Errungenschaft. Und die größte Errungenschaft ist, dass ich nochmal zwei Top-Leute gekriegt habe. Die stelle ich euch auch demnächst bald mal vor. Einer ist schon da, der nächste fängt im Januar an. Das heißt, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr dadurch natürlich wesentlich schneller war in der Umsetzung und die Wartezeiten einfach ein bisschen zurückgehen. Was mich unheimlich glücklich macht, dass wir die zwei Jungs gekriegt haben. Echt top Leute und da freue ich mich schon richtig drauf. Wie gesagt, einer hat schon angefangen, den schulen wir schon richtig ein. Und dann haben wir den Platz und dann geht's richtig zur Sache. Ja, auch bei uns lodert schon der Kamin. Die Weihnachtszeit kommt, die Startezeit, die dunkle Zeit, wie wir es auch immer nennen wollen. Wir wollen ein bisschen Spaß reinbringen in die ganze Geschichte. Und das ist der Grund, warum wir unser Adventstreffen auf den ersten Advent gelegt haben. Wir wollen nämlich gar nicht mehr so lange damit warten. Und auch gehört natürlich alles, was nach dem ersten Advent sind, die Dezemberzeit, auch der Familie. Da ist ja die Weihnachtszeit, da will es jeder kuschelig machen. Jeder hat noch viele Besorgungen zu erledigen. Und darum haben wir auch gleich den ersten Advent gewählt. Am 25., 26., 27. findet das Ganze statt, hier in Dinkelsbühl. Wir treffen uns aber dieses Mal oben auf dem Campingplatz, Seecamp. Anmeldung bitte direkt an uns, info@mika-caravan.de. Und dann bekommt ihr auch gleich eine Bestätigung dafür. Wir werden am Freitag und am Samstag hier richtig ein bisschen Party machen. Samstag sind wir natürlich hier im Laden, begrüßen euch hier bei Glühwein und ein bisschen Gebäck und was uns dazu noch einfällt. Freitagnachmittag oben am Campingplatz, gutes Restaurant, sehr lecker. Auch Samstag mit Glühwein, mit Spaß. Und eins bitte nicht vergessen: Wir machen eine kleine Verlosung, sprich, wer hat das schönste weihnachtliche oder weihnachtsdekorierte Fahrzeug? Dann da oben auf dem Seecamp, weil wir haben eine ganze Straße für uns. Toll natürlich am Weihnachten, auch für diejenigen, die nicht ganz so autark sind. Dort oben sind die sanitären Räume offen, Strom ist vor Ort, Versorgung, Entsorgung und auch die Hunde sind all in. Der Preis ist pro Nacht, ich müsste lügen, 24,90 irgendwo um den Dreh. Also ist zum Aushalten und dann lasst uns richtig Spaß haben. Da freue ich mich total mega drauf und ich bin schon richtig heiß. Und ihr seid alle total toll und das ist auch der Grund, warum wir das machen. Und so gemütliches Treffen, wie auch unser Campertreffen, jetzt aber mal im Winter, finde ich richtig spannend. Und dann lasst uns auch gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt nach Dinkelsbühl dengeln. Kann man zu Fuß gut erreichen. Und da trinkt man dann auch beim Reini nochmal einen richtig fetten Glühwein und haben richtig Fun. Und lassen es uns einfach gut gehen. Wir waren dieses Jahr auf der Caravan Live in Frankfurt. Auch das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe ein paar Abschnitte euch mal zurechtgeschnitten. Wir haben hier einen Camping-Talk gemacht. Wir waren dreimal am Tag auf der Bühne, haben uns über alle möglichen Dinge unterhalten. War richtig schön. Einen kleinen Ausschnitt möchte ich euch hier auch präsentieren, damit ihr auch seht, wie das so gelaufen ist.
Auch das machen wir alles nebenbei und war auch richtig Spaß, euch wieder zu sehen. Alle, die da waren, war echt cool. Und mir hat es auch richtig gut gefallen. Also das war eine tolle Situation, war eine tolle Atmosphäre. Die ganze Messe, auch da nochmal an Freiburg, falls jemand von euch das Video sieht. Ganz, ganz, ganz lieben Dank für die mega gute Organisation in Freiburg. War echt top und ihr habt echt einen tollen, tollen Job gemacht. Ich fand es richtig geil. Und falls wir nächstes Jahr wieder die Ehre haben, da nochmal sein zu dürfen, freue ich mich heute schon wieder, weil es einfach richtig spitze war. Also so ein Camping-Talk hat richtig Spaß gemacht. Dann auch natürlich den einen oder anderen wieder zu treffen, wie immer, ist natürlich mega und macht auch richtig Laune. Und das ist echt, ja, also echt eine geile Geschichte. Macht richtig Spaß. Aber schaut selber, was da los war. Ihr sage jetzt einfach mal, ich nehme euch mal kurz mit auf die Bühne beim Camper Talk. Lasst uns mal schnell nach Freiburg fahren. Ja, hier sind wir jetzt in Freiburg angekommen auf der Caravan Live. Und ja, was soll man sagen? Also es war für mich natürlich ein neues Erlebnis mit dem Camper Tobi, Sascha, wir sind Camper und den Markus von Fan for Van auf der Bühne zu stehen. Hier seht ihr, wie sich langsam das Ganze füllt. Wir haben uns immer vorne hingesetzt, nicht wirklich in die Sessel. Anfänglich waren wir nur in die Sessel gesessen, bloß dann ist man einfach auch den Campern ein bisschen näher. Und war eine rustige, schöne Talkrunde. Es waren immer sehr, sehr viele Leute da. Es waren viele Interessierte da. Es waren tolle Themen, die wir da angeschnitten haben. Das war echt mega. Hat richtig Laune gemacht. Man hat natürlich auch den einen oder anderen Kunden wieder gesehen. Auch war richtig toll und hat auch dementsprechend neue Meinungen gehört. Also ich muss sagen, es hat rundum einfach richtig Spaß gemacht. Die Leute waren super gut dabei, war insgesamt eine tolle Messe, gut besucht und mega klasse organisiert, muss man immer wieder sagen. Und ja, so eine Talkrunde hat was. Und damit ihr mal seht, wie das Ganze sich anfühlt, beziehungsweise vonstatten ging, würde ich jetzt sagen, wir schalten einfach mal live rein, wie das Ganze sich dann auf der Bühne verhalten hat, sprich, wie das Ganze vonstatten ging und wie sich das anhört. Dass viele auch jetzt festgestellt haben, es ist vielleicht doch nicht meins, und dann gibt es aber auch genügend, die das gerne gebraucht übernehmen. Also ich glaube, dass der Gebrauchtmarkt jetzt zunehmen wird und wieder endlich wieder Spaß machen wird, was er vielleicht zum Zeitpunkt jetzt noch nicht wirklich macht, aber er wird das nächstes Jahr tun, glaube ich persönlich. Und ich glaube aber trotzdem, dass uns die Infrastruktur weiterhin fehlen wird. Ich glaube trotzdem, dass wir gerade zu Hauptsaisonzeiten an gewissen Spots Probleme haben werden, unsere Plätze zu finden, dass wir daran arbeiten müssen, unsere Infrastruktur weiter auszubauen. Ich sage es immer wieder gerne, die Themen gerade Ver- und Entsorgung machen uns viele Länder vor. Wir machen es leider immer noch falsch hier in Deutschland. Die gibt es bei uns einfach nur auf Stellplätzen und Campingplätzen. Das finde ich ist ein Fehler. Das sollte an Raststätten ran. Ich weiß aber nicht, wie ich das da hinkriege. Aber das wird uns, glaube ich, auch in den nächsten 5-6 Jahren fehlen. Und ich glaube, dass jetzt vielleicht der Gebrauch, der Neuwagenverkauf nicht mehr so rausknallt. Ich glaube aber wohl, dass es jetzt dann losgehen wird, dass viele Leute anfangen, das, was sie haben, zu optimieren, so hinzupacken, dass es zu ihren Reisen passt, zu ihrem Reiseverhalten passt. Ich glaube nicht, dass die Branche Angst haben muss, aber es wird definitiv nicht so weitergehen, wie es die letzten 2 Jahre war, glaube ich. Ja, also ich bin voll und ganz deiner Meinung. Also natürlich ist der Zenit, glaube ich, echt erreicht. Also da oben wird es nicht mehr groß weitergehen, es wird stagnieren. Es werden viele Fahrzeuge tatsächlich wirklich ihre Besitzer wechseln. Wir kriegen es ja live mit. Viele Familien haben sich was gekauft und sind jetzt dann doch der Meinung, nee, wir fliegen jetzt doch wieder und verkaufen dann das Fahrzeug wieder. Die werden ihre Besitzer wechseln, aber Fakt ist, die Fahrzeuge werden sicherlich auf der Straße bleiben. Ich glaube aber, dass das auch ganz gut ist, damit die Infrastruktur weiter wachsen kann, weil die muss auch unbedingt wachsen, aber sie muss ja auch irgendwo nachkommen. Also das ist auch nicht ganz einfach und da bin ich ganz froh drum, dass der große Boom jetzt erst einmal so ein bisschen zum Erliegen kommt und das Ganze sich ein bisschen beruhigen kann und auch ein bisschen erholen kann. Und da denke ich, ist auch echt Zeit geworden. Ja, so war es in Freiburg. Ihr seht, wie sich das Ganze zugetragen hat. Also es waren tolle Themen, tolle, interessante Fragen und Anregungen. Es hat einfach rundum richtig Spaß gemacht und
Abends hat man auch viel Fun, also muss man auch dazu sagen, haben wir uns nur ein bisschen zusammengesetzt. Leider war das Wetter nicht ganz so toll. Ich hoffe, dass es, falls ich das nächste Jahr wieder kommen darf als Talk-Gast, dann, dass wir auch noch ein bisschen besser Wetter haben. Dann können wir uns außen auch noch ein wenig treffen und zusammensetzen und dann macht das Ganze ja noch viel, viel mehr Spaß. Also, lieben Dank an Freiburg, war echt toll. Ja, danke fürs Zuschauen. War wieder ein kleiner Querschnitt, was sich bei uns alles getan hat. Ich hatte leider keine Zeit, früher mal wieder ein Video zu machen. Das war jetzt auch kein spezielles Technikvideo. Das sind einfach so ein paar Informationen, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Drum habe ich jetzt dieses Video so in der Form mal gemacht oder mal ausgestrahlt. Ich finde es ganz wichtig, damit ihr auch wieder informiert seid, was alles passiert, wie es weitergeht hier bei Mika Caravan, was sich alles getan hat, wo wir überall unterwegs waren und was alles in Zukunft noch geplant ist für dieses Jahr, eben wie unser Campertreffen. Ganz wichtige Informationen. Da stecken wir auch schon wieder voll in die Vorbereitungen. Das ist immer richtig viel Arbeit. Aber es lohnt sich jedes Mal, weil euch immer wieder zu sehen, macht einfach Riesenlaune. Dafür schon mal ganz lieben Dank. Und für alle, die sich anmelden, nochmal info@mika-caravan. Da die Anmeldung hinschicken. Alles Weitere erledigen wir. Wir geben dann die Adresse weiter. Wir reservieren euren Platz. Wir kümmern uns darum, dass genügend Essen und Glühwein vorhanden ist, damit wir auch alle Spaß haben. Jetzt möchte ich euch nur noch eine Aussicht geben aufs nächste Video. Das wird sich wieder um Einspeisung ins Wohnmobil über die EcoFlow handeln, weil ich etliche Anfragen bekommen habe bezüglich Adapterkabel, wo, wie kann ich das erwerben und so weiter. Dazu möchte ich euch nur ein bisschen was sagen und für die ganzen Skeptiker einfach nochmal kurz was nachträglich erklären, damit wir da einfach auf demselben Stand sind und da nehme ich euch dann nochmal mit und das präsentiere ich euch nochmal extra und da machen wir auch nochmal das extra Video drüber. Ja, dann kann ich nur sagen, ganz, ganz lieben Dank. Super, dass ihr dabei wart, dass ihr das Video angeschaut habt. Vielen Dank dafür und ich freue mich aufs nächste Video. Und bis dahin sage ich einfach ciao, bleibt gesund. Euer Michael, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.